Heute bin ich zu Besuch bei Maltipu-Züchter und kann euch da kleine Pupperl zeigen mit 2 Wochen. In meiner Hand habe ich da die ersten 2 Rüden, ein ganz heller Creme-Champagner-färbiger und ein Gold-Aprikot-färbiger. Ganz süße Pupperl, aber sie haben halt erst die Augen aufgemacht. Das heißt, sie sind noch klein und das Fell ist noch kurz. Die brauchen noch ein bisschen. Die nächsten 2 Rüden, da ist der Champagner und kleiner. Und der ist Goldaprikot. Und wenn es da so schaut, beim Rücken und auch beim Kopferl, sieht man einfach, manche schlagen mehr nach dem Papa, manche mehr nach der Mama, sind ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner. Ganz normal. 4 schnuckelige Bullis gibt es da. Zu guter Letzt haben wir auch noch 2 Hündinnen. Da seht ihr auch wieder Farb- und Größenunterschied. Tada! Ist halt nicht jeder gleich. Okay? Und wenn sie größer sind, ein schönes Fell haben und noch putziger sind, dann zeigen wir es natürlich wieder her, weil ich weiß, die Maltipus sind immer recht gefragt und immer recht beliebt und eins ist putziger als das andere. Und die Schönheit wird sich heute halt erst in den nächsten Wochen entwickeln. Gut Ding braucht Weile. Dann sage ich, das war der erste Blick auf die Schnuckeleins. Bis zum nächsten Mal. Baba, pfiat euch!